Hi, ich bin Anna. Was ist eure erste Erinnerung? Bei mir streiten sich meine Eltern. Mom war sehr herrisch und schrie Dad oft an. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus und verließ uns. Das sind ich und meine Schwester Mandy. An dem Tag, als Dad ging, schleppte uns Mom zu einem Eiskunstlaufclub. Ich habe meine Karriere für euren Verlierervater geopfert. Aber ihr beide werdet Stars sein. Die Entscheidung meiner Mutter hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Naja, zumindest Mandys Leben. Sie war eine geborene Eiskunstläuferin. Was für ein brillantes Kind. Sie wird ein Champion. Dann ging ich aufs Eis und... Anna, du bist so ungeschickt. Kannst du nicht mehr wie deine Schwester sein? Mandy flatterte wie ein Schmetterling über das Eis. Sie ließ mich wie einen tollpatschigen Giganten aussehen. Das nächste Mal brachte Mom nur Mandy mit in den Club. Meine Schwester wurde von den besten Trainern trainiert und gewann bald ihre erste Medaille. Mom liebte Mandy und prahlte vor allem mit ihr. Es machte mich wütend, dass meine Schwester die ganze Aufmerksamkeit bekam. Aber ich liebte sie trotzdem. Wir sind erwachsen geworden und Mandy wurde die Königin des Eises. Ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Medaillen sie gewonnen hat. Interviews, Kamerablitze und wunderschöne Outfits waren ein großer Teil ihres Lebens. Und lasst mich nicht von ihrem Freund Richard anfangen. Er war ein aufstrebendes Model, genauso berühmt wie meine Schwester. Sie waren ein perfektes Paar. Mich war so mitgerissen, von meiner Schwester zu reden, dass ich völlig vergessen habe, euch von mir zu erzählen. Da bin ich und mache Zaubertränke wie eine Hexe. Sport war nicht mein Ding, also habe ich versucht, andere Dinge zu finden, den ich gut bin. Und bald wurde mir klar, dass mir Chemie gefiel, vor allem das Experimentieren mit verschiedenen Formulierungen und das Erzielen ungewöhnlicher Ergebnisse. Als ich das tat, fühlte ich mich wie Marie Curie. Meine Beziehung zu Mandy war nicht so toll. Genau wie unsere Mutter hat sie mich kaum bemerkt. Meine Schwester war zu sehr damit beschäftigt, sich in ihrem Ruhm zu sonnen. Egal wie sehr ich es versuchte, ich blieb immer in ihrem Schatten. Aber eines Tages veränderte sich unser Leben. Wenn ihr herausfinden möchtet, was passiert ist, schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Und vergesst nicht, den Like-Button zu drücken. Danke! Alles begann am Vorabend von Moms Geburtstag. Ich versuchte im Einkaufszentrum ein perfektes Geschenk für sie zu finden, als ein ungewöhnlicher Laden meine Aufmerksamkeit erregte. Hier können Sie Ihren eigenen Duft kreieren. Wir haben alle Zutaten, die Sie benötigen. Das war eine tolle Idee. Ich könnte ein einzigartiges Parfum für Mom kreieren. Ich kaufte alles, was ich brauchte und machte mich auf den Heimweg. Während ich ging, bedeckte sich der Himmel. Es gab einen Blitz und ich roch Ozon. Oh. Dieser Geruch vermischte sich mit dem Duft von Kirschblüten. Wow, es war wundervoll. Zum Glück habe ich gerade Öle gekauft, mit denen ich diesen Geruch nachbilden konnte. Ich fühlte mich so inspiriert, dass ich die ganze Nacht damit verbrachte, die Zutaten auszuwählen und zu versuchen, diesen besonderen Geruch nachzubilden. Die Kopfnote ist Rosenholz. Und dann muss ich noch Vanille hinzufügen. Ich habe meinen ersten Versuch gesprüht und mir sofort die Nase mit der Hand zugehalten. Uff, ist das eklig. Es roch wie in einer Umkleidekabine für Männer. Beim fünften Versuch gelang es mir schließlich. Oh ja, das ist perfekt. Ich hörte ein Geräusch hinter der Tür, also blickte ich in den Flur unser Mandy hinausschleichen. Wohin gehst du um diese Stunde? Üben. Es stehen wichtige Wettkämpfe an, also muss ich Tag und Nacht trainieren. Mandys Verhalten kam mir verdächtig vor, aber ich beschloss, mir keine Gedanken darüber zu machen. Am nächsten Tag blieb ich für zusätzlichen Chemieunterricht in der Schule. Als ich nach Hause kam, waren da Leute, die ich nicht kannte. Mom sah genervt aus, als sie etwas anstarrte. Ich folgte ihrem Blick und sah Mandy neben Richard stehen und sich auf Krücken stützen. Ihr Bein hatte einen Gipsverband. Was ist passiert? Ich bin beim Training gestürzt und habe mir das Bein gebrochen. Deshalb war Mom so gestresst. Sie hatte wahrscheinlich Angst, dass Mandy nicht mehr Eislaufen konnte. Bald begannen die Gäste, Mom Geschenke zu überreichen. Oh, ich liebe abstrakte Gemälde. Danke. Wunderbar. Es wird in unserem Flur großartig aussehen. Als ich an der Reihe war, machte ich mir große Sorgen. Ich habe dieses Parfum selbst hergestellt. Mom wurde plötzlich munter und ein Funkeln erschien in ihren Augen. Du hast ein Talent. Mandy hat mich wirklich im Stich gelassen. Sei ihr nicht böse. Es ist nicht so, dass sie absichtlich gestürzt ist. Nachts zu trainieren muss hart sein. Wovon redest du? Sie erzählte mir, sie sei die Treppe hinuntergefallen. Mom wurde wütend und stürzte sich sofort auf Mandy. Wo warst du letzte Nacht? Ich war zu Hause. Lüg mich nicht an. Anna hat mir alles erzählt. Du Verräterin, du hast mich verpetzt. Mandy humpelte auf ihren Krücken davon. Aber Mom schien nicht verärgert zu sein. Im Gegenteil, sie schien sehr zufrieden mit meinem Geschenk zu sein. Bald kam Richard auf mich zu. Du stellst also Parfum her? Nun, ja, es gefällt mir. Mein Onkel ist Geschäftsmann. Er plant bald in ein vielversprechendes Start-up zu investieren. Hier ist seine Visitenkarte. Du kannst ihm von deiner Idee erzählen. Nachdem Richard gegangen war, schaute ich auf die Karte und blinzelte ein paar Mal. Ist mir das alles wirklich passiert? Es störte mich, dass Mandy sauer auf mich war. Ich hatte nichts falsch gemacht, fühlte mich aber aus irgendeinem Grund wie eine Verräterin. Ich habe gesehen, wie Richard dir eine Visitenkarte
Visitenkarte gegeben hat. Du machst das großartig, Anna. Mom prahlte den ganzen Abend vor den Gästen mit mir. Ich hatte das Gefühl, in einem Paralleluniversum zu sein. Anna ist so talentiert, riecht an diesem Parfum. Kannst du diese köstlichen Noten von Hibiskus riechen? Anna weiß, was ich mag. Irgendwann musste ich lachen. Es war großartig, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Mom hatte mich endlich bemerkt. Am nächsten Morgen rief ich Richards Onkel an. Mein Angebot machte Mr. Thompson neugierig. Er sagte mir, ich solle ein paar Tage später in sein Büro kommen und meine Geschäftsidee verstellen. Ich konnte mich überhaupt nicht auf den Unterricht in der Schule konzentrieren. Parfums waren alles, woran ich denken konnte. Ich wollte einen neuen, ungewöhnlichen Duft kreieren. Es hat mich verrückt gemacht. Geht es dir gut? Ich bemerkte nicht einmal, dass meine Klassenkameradin auf mich zukam. Ich wollte gerade antworten, als ich ihr Handy-Hintergrundbild sah. Es war ein Foto der Alpen. Das ist es! Ich werde einen einzigartigen, erfrischenden Duft kreieren. Was meinst du? Sie redete immer noch, aber ich rannte ins Labor. Was soll ich zu den Herznoten hinzufügen? Wahrscheinlich Geranien. Ist dir jemand gestorben? Ich werde das Labor lüften. Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang es mir endlich. Der Duft war absolut magisch. Nachdem das Parfum fertig war, war es an der Zeit herauszufinden, wie ich Mr. Thompson präsentieren konnte. Mom war die ganze Zeit für mich da. Ich habe deine Lieblingscupcakes gekauft. Allerdings ging mir Mandy auf die Nerven. Sie blickte immer mich wieder an und schnaubte wütend. Eines Tages stand ich am Fenster, als ich sah, wie ein unbekanntes Auto auf unserer Veranda fuhr. Ein paar Minuten später kam Mandy aus unserem Haus. Noch vor einer Woche hätte Mom meine Schwester verhört, aber jetzt schien sie ihre Existenz vergessen zu haben. Mandy und ich haben die Plätze getauscht. Und um ganz ehrlich zu sein, mir gefiel es. Vor dem Treffen mit Mr. Thompson war mein Magen verkrampft. Lass mich nicht im Stich wie deine Schwester. Richard wartete bereits an der Bürotür auf uns. Als ich die Treppe hinaufging, stolperte ich plötzlich und wäre fast gestürzt. Es war so peinlich. Warum war ich so ungeschickt? Ich hätte die Parfumproben fast fallen gelassen, aber Richard hat mir geholfen, sie aufzufangen. Unsere Finger berührten sich und ich bekam eine Gänsehaut. Sei vorsichtig. Der zärtliche Blick in seinen Augen ließ mich erröten. Erst in diesem Moment fiel mir auf, wie schön Richards Augen waren. Oh, woran habe ich gedacht? Das war der Freund meiner Schwester. Richard führte uns in Mr. Somethings Büro. Meine Hände zitterten so sehr, dass alle Flaschen klirrten. Aber ich hätte mir keine Sorgen machen sollen. Mr. Thompson war sehr nett. Ich habe meine Parfumproben präsentiert und ihm ohne Probleme von meiner Geschäftsidee erzählt. Das riecht recht angenehm und erfrischend. Die Alpen haben mich inspiriert. Ich möchte dein Projekt unterstützen. Wir werden eine Parfumlinie auf den Markt bringen. Ich war überwältigt von seinem Angebot. Obwohl ich hart gearbeitet habe, konnte ich kaum glauben, dass ich es geschafft habe. Nachdem Mr. Thompson und ich den Vertrag unterzeichnet hatten, bot mir Richard an, mich nach Hause zu fahren. Geh schon mal vor, Anna. Deine Mutter und ich müssen noch reden. Richard fuhr mich nach Hause und ich sah Mandy am Fenster. Sie sah elend aus. Willst du nicht sehen, wie es deiner Freundin geht? Ein andermal. Ich bin jetzt beschäftigt. Als ich das Haus betrat, starrte Mandy mich böse an. Zu meinem Entsetzen nahm sie eine Vase vom Tisch und warf sie wütend auf den Boden. Was machst du? Dein Freund hat mich nur nach Hause gefahren. Richard ist mir egal. Hier geht es nicht um ihn. Um wen geht es dann? Mom! Siehst du nicht, dass sie uns benutzt, um reich zu werden? Sie hat immer jede meiner Bewegungen kontrolliert. Ich durfte nichts anderes tun als üben. Obwohl ich Eislaufen hasste. Deshalb war ich in letzter Zeit so sarkastisch und unhöflich. Sogar dir gegenüber. Mandy ließ alles raus. Etwas, was sie sagte, überraschte mich. Es stellte sich heraus, dass Mom sie sogar dazu gebracht hatte, mit Richard zusammen zu sein, weil er berühmt war. Ich bin schon seit einiger Zeit in einen anderen verliebt. Sein Name ist Patrick. Seine Familie ist arm, aber er ist großartig. Er klettert gerne. Als du mich in dieser Nacht erwischt hast, schlich ich mich raus, um mit ihm eine Wanderung zu machen. Wir wollten den Sonnenuntergang in den Bergen beobachten, aber ich stürzte und brach mir das Bein. Das hat mich sprachlos gemacht. Ich konnte nicht glauben, dass Mandy Richard das antun würde. Weißt du, auf seltsame Weise bin ich dankbar für das, was passiert ist. Mom hat mich endlich in Ruhe gelassen, aber du solltest vorsichtig sein. Sie benutzt dich genauso, wie sie mich benutzt hat. Ich glaube, du bist nur eifersüchtig, weil du nicht mehr der Mittelpunkt des Universums bist. Du kannst es nicht ertragen, dass Mom sich jetzt um mich kümmert. Mach, was du willst. Ich habe dich gewarnt. Nach unserem Gespräch war ich schlecht gelaunt und verbrachte den ganzen Abend damit, mit Parfums zu experimentieren und mir neue Düfte auszudenken, um mich von den anderen Dingen abzulenken. Mandy und ich hörten auf zu reden, aber ich sah sie mehrmals mit Patrick ausgehen. Wie kann Mandy Richard so schrecklich behandeln? Er verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Bald war endlich der Tag gekommen, auf den ich mich so sehr gefreut hatte. Mr. Thompson mietete einen wunderschönen Saal, damit ich meine Parfums präsentieren konnte. Mom hat mich für das Event ein wunderschönes Kleid gekauft. Anna, es ist deine Zeit zu glänzen.
Mr. Thompson lud alle lokalen Blogger und Journalisten zu meiner Präsentation ein. Richard und Mandy kamen auch. Meine Schwester sah aus, als hätte sie eine Zitrone gegessen. Bevor mein Vortrag begann, kam ich auf Richard zu und sagte, wir müssten reden. Du bist ein guter Kerl und verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Mandy ist nur mit dir zusammen, weil unsere Mutter sie dazu gebracht hat. Ich weiß, mein Agent bestand darauf, dass ich einen Eiskunstlaufstar date, um noch beliebter zu werden. Unsere Beziehung war nichts als gute PR für beide. Mandy und ich haben geredet und beschlossen, Schluss zu machen. Mein Herz begann sofort zu rasen. Richard und Mandy waren also kein Paar mehr. Ja, als ich den traumhaften Typen vor mir sah, wurde mir klar, dass ich jetzt eine Chance hatte. Irgendwann sah ich mitten in der Halle eine riesige Schüssel. Ich habe mich gefragt, wofür sie war. Es war Zeit, mit der Präsentation zu beginnen. Ich hatte eine Rede vorbereitet und wollte allen erzählen, was mich dazu inspiriert hatte, die Parfums zu kreieren. Kann ich anfangen? Zu meiner Überraschung lachten Mom und Mr. Thompson. Ich weiß, dass du eine ganze Rede vorbereitet hast, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Kleine, du hast keine Ahnung vom Geschäft. Wir kümmern uns um alles. Du musst in diese Schüssel klettern. Es ist mit deinem Parfum gefüllt. Eine solche Werbung wird die Leute besser zum Reden bringen als eine langweilige Rede. Ich konnte sie nur anstarren. Hatten Mr. Thompson und Mom alles von Anfang an geplant? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich wollte etwas anderes. Mom packte mich am Ellbogen und zischte mich wütend an. Enttäusche mich nicht wie deine Schwester. Du willst ein Star sein, nicht wahr? Am Ende kletterte ich in die Schüssel. Richard und Mr. Thompson standen in der Nähe. Alle starrten mich an und filmten mich. Ist Anna nicht bezaubernd? Schaut, sie sieht aus wie eine Puppe. Mädchen, schau her! Ich fühlte mich furchtbar unwohl. Es schien alles falsch und demütigend zu sein. Ich wurde herumgeführt wie ein Affe im Zirkus. Was würde Mom sonst noch für Geld von mir verlangen? Vielleicht hatte Mandy recht. Irgendwann trafen meine Schwester und ich uns. Mandy schüttelte enttäuscht den Kopf. Ich möchte diese billige Show nicht sehen. Mandy drehte sich um und wollte gerade gehen, stieß aber versehentlich mit ihrer Krücke gegen einen Tisch. Er fiel und mit ihm fielen auch die Parfumproben. Nein! Mom eilte zum Tisch, aber anstatt Mandy aufzuhelfen, hat sie die Parfumproben geschnappt. Sie hatte Angst, dass sie zerbrechen würden. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. In diesem Moment empfand ich nur Ekel. Mandy hatte recht gehabt, ich hätte auf sie hören sollen. Mom hat mit uns Geld verdient. Das brachte mein Blut zum Kochen. Ich kletterte aus der Schüssel, half Mandy hoch und reichte ihr die Krücken. Wir gingen zusammen zur Tür. Anna, was glaubst du, wo du hingehst? Mom versuchte uns eins zu holen, aber Patrick wartete bereits an der Tür auf Mandy. Wir stiegen schnell in sein Auto. Warte! Es tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Du hattest mit allem recht. Mir wurde plötzlich klar, dass ich mich glücklicher fühlte, wenn Mom mir keine Aufmerksamkeit schenkte. Experimente im Labor durchzuführen bereitete mir viel mehr Freude als das Baden im Parfum. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, auszuziehen. Mom hat meine ganzen Einnahmen genommen. Ich bin mir sicher, dass sie auch dein Geld nehmen würde. Ich möchte nicht mehr, dass wir ihre Marionetten sind. Können wir was tun? Und dann verriet mir Mandy noch ein weiteres Geheimnis. Ich habe kürzlich unseren Vater gefunden. Patrick und ich haben ihn bereits einige Male besucht. Er hat vor langer Zeit eine andere Frau geheiratet, ist aber trotzdem bereit, uns aufzunehmen. Ich konnte mich nicht gut an Dad erinnern und hatte meine Zweifel, beschloss aber, Mandy zu vertrauen und ihrem Plan zu folgen. Wir fuhren nach Hause und packten schnell. Bevor wir gingen, hinterließen wir eine Nachricht für Mom, dass wir bei Dad wohnen wollten. Patrick fuhr uns zu Dads Haus und sofort kam uns ein Mann entgegen. Süße, ich freue mich so, dich zu sehen. Anna, ich habe dich so vermisst. Dad und seine Frau Julia haben uns sehr herzlich empfangen. Julia hat uns wie ihre eigenen Töchter behandelt. Während des Familienessens führten Mandy und ich ein herzliches Gespräch. Wegen Mom waren wir in letzter Zeit nicht einer Meinung, aber jetzt haben wir es geschafft, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Mädchen, es tut mir leid, dass ich aus eurem Leben verschwunden bin, aber ihr kennt eure Mutter. Sie hat mich nicht in eure Nähe gelassen. Dad schien es ernst zu meinen und ich konnte mich nicht dazu durchringen, wütend auf ihn zu sein. Mom hat nicht versucht, uns zurückzuholen. Könnt ihr das glauben? Sie hat nicht einmal angerufen. Es sei überhaupt nicht ähnlich. Doch am nächsten Morgen erhielt ich einen Anruf von Mr. Thompson. Auch wenn du gestern weggelaufen bist, interessieren sich viele Menschen für dein Parfum. Ich würde unsere Zusammenarbeit gerne fortsetzen. Okay, aber nur zu meinen Bedingungen. Ich werde das Parfum so bewerben, wie ich es für richtig halte. Kein Schwimmen vor Menschenmassen mehr. Überraschenderweise stimmte Mr. Thompson zu. Ich war auf Wolke 7. Beim Frühstück bemerkte ich, dass Mandy endlich ihren Gips entfernt hatte. Ich möchte euch etwas Wichtiges sagen. Ich sagte Mandy und Dad, dass ich weiterhin Parfüme herstellen wollte. Ich bin stolz auf dich. Übrigens, Mandy, wie ich sehe, wurde dir der Gips entfernt. Wann gehst du wieder aufs Eis? Das tue ich nicht. Ich habe beschlossen, eine Pause einzulegen und herauszufinden, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Eiskunstlauf war Moms Traum. Am nächsten Tag organisierte Mr. Thompson erneut eine Präsentation für mich. Endlich konnte ich eine Rede halten und allen erzählen, was mich zur Kreation meines Parfums inspiriert hat. Alle schienen beeindruckt. Ich war über dem Mond. Dieses Mal fühlte ich mich nicht wie ein Affe. Stattdessen fühlte ich mich leicht, als würde ich gleich davon schweben. Nach der Präsentation wurde ich interviewt und für das Cover eines Teenager-Magazins fotografiert. Dann kam Richard lächelnd auf mich zu. Du bist jetzt ein echter Star. Wir werden ein tolles Paar abgeben. Ist das deine Art, mich um ein Date zu bitten? Ja, aber
Zuerst erstellen wir einen Vertrag. Du kannst nicht zu einer Verliererin werden wie deine Schwester. Ich habe Maßstäbe. In diesem Moment sah ich Richard in einem neuen Licht. Alle meine bisherigen Träume von ihm stützten wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Er wollte nur mit mir zusammen sein, solange die Leute gut über uns reden. Ich lächelte sanft und dann... Autsch. Ups, es tut mir leid, du weißt, wie ungeschickt ich bin. Ohne auf Richards Antwort zu warten, drehte ich mich um und ging. Als ich bei meinem Vater ankam, wollte ich mit meiner Schwester reden, aber sie war nirgendwo zu finden. Habt ihr Mandy gesehen? Wir haben sie gebeten, zu eurer Mutter zurückzukehren. Was? Warum? Was bringt es, sie hierbleiben zu lassen? Sie wird nicht wieder Profisportlerin werden, also wird sie kein Geld verdienen. Warum sollten wir dann für sie sorgen? Aber keine Angst. Du bist unser Star und wir lieben dich. Ich war absolut schockiert. Warum passierte das wieder? Ach, ich werde nicht bei euch bleiben, ihr Heuchler. Ich ging zu meiner Mutter, aber da war niemand. Als ich Mandy anrief, antwortete sie lange nicht. Wo bist du? Mit Mom im Krankenhaus. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch, nachdem sie unsere Notiz gelesen hatte. Deshalb hatte sie uns also nicht angerufen. Ich machte mich sofort auf den Weg ins Krankenhaus. Ich bin bei Dad ausgezogen und habe Richard gesagt, er solle zur Hölle fahren. Du bist mir wichtiger als ihre falsche Liebe. Als Mandy mich umarmte, brannten mir Tränen in den Augen. Erst da wurde mir klar, wie sehr ich meine Schwester vermisste. Obwohl Mandy und ich immer noch sauer auf Mom waren, haben wir ihr trotzdem geholfen, sich zu erholen. Wir haben sie im Krankenhaus und nach ihrer Entlassung betreut. Mädchen, es tut mir leid, ich habe zu viel Druck auf euch ausgeübt. Ich verspreche, dass von nun an alles anders sein wird. Mandy und ich tauschten bedeutungsvolle Blicke aus. Weder meine Schwester noch ich glaubten den Worten meiner Mutter. Ich bezweifelte, dass sie sich jemals ändern würde. Deshalb sind wir gleich mit 18 ausgezogen. Ich ging aufs College, um Chemie zu studieren, hörte aber nicht auf, Parfums herzustellen. Um ehrlich zu sein, haben mich manchmal die seltsamsten Dinge inspiriert. Auch Mandy hat ihre Berufung gefunden. Als freiwillige Helferin reist sie mit Patrick um die Welt. Meine Schwester und ich sehen uns sehr selten, aber keine Distanz kann unsere Verbindung zerstören. Im Gegensatz zu unseren Eltern kennen wir die wahre Bedeutung des Wortes Familie. Wie ist euer Verhältnis zu euren Eltern? Sagt es mir unten in den Kommentaren.